Jetzt beim Ernst, eure Freunde, vor allem eure besten Freunde, haben was Besseres verdient als ein SMS oder eine Pinnwand-Eintrag bei Facebook mit alles Gute zum Geburtstag, oder? Ich bin gerade auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier von einem Kumpel von mir und er hat sich tierisch gefreut über einen Geburtstagsglückwunsch von mir, weil ich habe ihn ein bisschen außergewöhnlich gemacht. Gut, so außergewöhnlich ist es eigentlich nicht, weil es ein ganz einfaches Tool, was es online gibt, was es aber, sag ich mal, hier in Deutschland eigentlich noch gar nicht so verbreitet ist. Und das wollte ich euch jetzt mal hier vorstellen. Vorab, wenn ich euch dieses Geheimnis verrate sozusagen, wollte ich euch nur sagen, unterhalb vom Video findet ihr einen Link, wo ich euch schon mal ein paar gute Texte geschrieben habe, wie ihr Glückwünsche überbringen könnt. Und ja, wie ihr das seht, hier laufen auch ein paar Jogger lang. Genau, wie gesagt, unterhalb vom Video habe ich einen Link. Aber wenn ihr die Sprüche koppelt mit dem Tool, was jetzt kommt, da wird der Freund oder die Freunde von euch wirklich merken, Mensch, das ist wirklich persönlich gemeint. Das sogenannte Wundertool, was eigentlich überhaupt kein Wundertool ist, ist, habt ihr schon mal versucht, eure Glückwünsche als Videobotschaft zu verkünden? Klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen krass. Ihr müsst jetzt nicht so mit Kamera rumlaufen wie ich und irgendwas versuchen aufzunehmen. Ist viel zu viel Aufwand. Aber das Ganze geht sehr, sehr einfach über Facebook, YouTube oder überall da auf irgendwelchen Plattformen, wo es die Möglichkeit gibt, ein Video aufzunehmen. Und überall da, wo ihr quasi euren Freunden eine Nachricht schicken könnt, gibt es mittlerweile die Funktion, Bilder anzuhängen, / gibt es dann auch irgendwo, ja, oben rechts oder links diesen Button, Video aufnehmen. Und ja, wie gesagt, das ist in Deutschland noch gar nicht so verbreitet. Ich selber nutze es sehr häufig, Zucker, um halt nicht lange E-Mails oder lange Texte zu schreiben, sondern da tue ich lieber mal schnell das per mündlich aufnehmen und das rausschicken, geht meistens nicht schneller. Aber für Geburtstagsglückwünsche sind diese Videotools extrem wertvoll, weil ihr dann wirklich ein persönliches Glückwunschgedicht, Spruch euren Freunden zuschicken könnt und der dann auch auf jeden Fall weiß, er hat wirklich an mich gedacht und es ist persönlich, als wie nur schnell zu schreiben, alles Gute zum Geburtstag per SMS oder per Pinnwand-Eintrag oder Co. Dieses Tool stelle ich euch auch unterhalb vom Video nochmal vor. / ist, wie gesagt, eigentlich nichts Neues. Das könnt ihr bei jeder Plattform, bei Facebook, bei YouTube. Also sprich, es geht darum, eine persönliche Videobotschaft euren Freund mitzuteilen, als nur einfach per SMS oder irgendwo auf eine Pinnwand einzutragen, alles Gute zum Geburtstag. Das macht das Ganze noch ein bisschen vielseitiger, persönlicher und euer Freund wird es euch auf jeden Fall danken, weil ihr stecht damit wirklich aus der Masse heraus, als wie die ganzen anderen. Ihr braucht auch keine Angst zu haben, dass das jetzt die ganze Welt sieht, diesen Glückwunsch, sondern ihr könnt ja auch die ganz normale Nachrichtfunktion nutzen, wo jetzt wirklich nur euer Freund dieses Video sieht. Oder wenn ihr das direkt bei YouTube hochstellt und nicht als Nachricht schickt, dann einfach auf Privat stellen, dann sieht es nur derjenige, der den Link hat. Ist eigentlich ganz easy und euer Freund oder Freundin wird es auf jeden Fall euch danken. Ja, ich denke, das wird euch auf jeden Fall ein ganzes Stückchen nach vorne bringen, als wie die anderen, die mir schreiben per SMS, alles Gute und das war's. Und dann werdet ihr auch auf jeden Fall zur nächsten Party von eurem Freund eingeladen und könnt mit ihnen richtig feiern. Ja, wenn ihr noch mehr Glückwünsche habt oder Tipps und Sprüche, was man noch so schreiben kann, dann postet es bitte unterhalb vom Video oder halt auf den Artikel, den ich geschrieben habe, mit den ganzen Tipps und Tricks. Würde mich auf jeden Fall freuen. In diesem Sinne, wie immer, Daumen hoch und ich mache mich jetzt vom Acker. Ciao, ciao.